Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir sind immer noch an diesem, an dieser Mauer und ja, ich würde am liebsten jetzt noch 3-4 Folgen damit verschwenden, zu versuchen, da hochzukommen. Warum sind denn die Türen nicht auf? Da steht doch nicht mal verschlossen da oder so. Kann man aber auch nicht mit Art kaputt machen, sonst würden die anders aussehen. Fuck, man. Ich glaube, da oben war... Ach, hier waren wir noch gar nicht. Doch, hier war noch Schrott drin. Ich glaube, da oben war auch noch eine Tür. Die ging halt auch nicht auf. Wichtig. Ja, komm, ich muss weitergehen. Sonst verbringe ich dir wirklich noch die ganze Folge damit. Ich werde noch einmal außen rumgehen und mir das angucken. Na komm, geh mal drüber. Na, was macht Geralt denn? Soll einfach nur da drüber gehen. So, hat bloß auch wieder eine unsichtbare Wand. Das gibt's doch nicht. Wo will denn der überall drauf? Ah, es ist eine unsichtbare Wand da, ist klar. Ich gehe nochmal außen rum, weil nicht, dass jetzt da doch irgendwie eine Leiter oder sowas steht, man einfach hochklettern kann. Nee, schade. Das wäre echt gewesen, wenn da eine Leiter gewesen wäre. Es wäre so lustig gewesen. Auf eine ganz ironische Art und Weise. Ja, schade. Schade. Dann lassen wir das sein. Ich bin der Meinung, dass man mit ganz viel Glück und wenig Verstand da irgendwie hinkommt. Und da mit Sicherheit was drin ist und sowieso nur Schrott drin ist. Also da wird nur Schrott drin sein. Es ist mir auch klar, dass da nichts Geiles drin ist. Aber ich kletter halt einfach gerne. Ich sag ja, mein Lieblingsspiel wäre sofort eine Mischung aus Witcher 3 und Assassin's Creed. Das wäre so geil. Aber egal. Gehen wir jetzt mal zu den anderen Aufgaben von dem anderen Weingut. Dass wir beide Probleme gelöst haben. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie sie dann sagen, oh ja, stimmt, krass, geil. Vielleicht kommen sie sogar zusammen, gründen eine Familie, Kinder, legen alles, alle beiden Höfe zusammen und machen dann einen geilen Wein oder so. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber vielleicht wissen wir es bald. Wobei, wir werden ja nicht in die Zukunft gucken können, aber okay. Was geht hier vor, Hexer? Started in Hollywood. Den kennen wir schon. Der Hoflieferant der Herzogin persönlich. Okay. Hier müssen wir noch alle 5 Aufgaben machen. Bei dem anderen Weingut von der Frau hatten wir durch Zufall schon 2 Aufgaben erledigt gehabt. Deswegen ging es ein bisschen schneller. Hier wird das jetzt wahrscheinlich nicht so sein. Aber Weintrauben kann man hier nicht ernten von den Dingern, oder? Sieht nicht so aus. Oh, ich sehe auch schon ein Problem. Diese verdammten Pflanzen. Alter, von wie weit weg sehen die mich denn? Monsterbefall auf Weingütern. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier genügend Platz haben und es nicht ganz so schwer wird. Nicht die kleinen dummen Pflanzen kaputt machen, das bringt doch gar nichts. Weg. Oder stirb einfach. Ja, verstehe jetzt nicht ganz, warum das irgendwie haben wir es nicht so richtig geschafft, unsere. Habe ich vorhin nochmal gespeichert, ich hoffe. Irgendwie habe ich es nicht so richtig geschafft, meine Schwertstreiche wieder anzusetzen. Und anscheinend war das auch ganz großes, fettes Glück, dass wir den einen Waldkauz da mit unserer Fähigkeit des Soforttötens umgebracht haben, weil mittlerweile habe ich gar nicht mehr gemerkt, dass wir irgendjemanden sofort umgebracht haben, wenn ich ehrlich bin. Also, das Problem ist ja, wenn beispielsweise ein Gegner, ein Monster oder halt ein Mensch, ist ja egal, wenn ein Gegner halt nur noch wenig Energie hat, dann kann der Effekt ja auch eintreten. Also, wenn quasi theoretischerweise nur noch ein Schlag ein normaler Schlag reichen würde, um das Monster oder den Gegner umzubringen, könnte ja trotzdem in diesem einen Schlag dieser Effekt ausgelöst werden, dass
ne? Der Effekt ausgelöst werden, dass wir jemanden töten, direkt töten. Und ich weiß auch gar nicht, ob man mindestens einen Adrenalinpunkt braucht. Ich weiß ja, dass man pro Adrenalinpunkt 2% Wahrscheinlichkeit hat. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob man... Ich weiß halt nicht, ob man... mindestens einen Punkt, einen Adrenalinpunkt braucht, um diese 2% zu haben, oder ob man 2% sowieso hat und dann hat man 4%. Weil. Weil das Problem halt ist, da müsste ich ja immer diesen einen Adrenalinpunkt versuchen zu behalten und dürfte halt auch nie großartig hier meine Zauber einsetzen, weil die verbrauchen ja einen Adrenalinpunkt. Aber okay, ich versuche mir das mal zu merken und mindestens einen zu behalten und die Zauber einzusetzen, wenn ich zwei habe oder so. Wir haben nichts mehr zum Heilen, geil, außer halt Essen natürlich. Jetzt genau auf dem Nest drauf. Oh, am meisten Schaden machen diese kleinen Kackpflanzen, wenn sie explodieren. Nervig, ey. Endlich! Warum heilen das jetzt? Warum dauert das so lange, Mann? Sind ja auch nur Level 38 oder so. Okay, geschafft. Boah, das war viel anstrengender als gedacht. Die Archesporen treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Ach so, ist hier giftig? Ich gehe mal lieber nicht hin. Wächterrüstung in Toussaint-Farben. Oh, eine Leiche. 9 Orien, sehr schön. Was Geiles drinne? Sieht leider nicht so aus, aber ich glaube, hier war noch mehr. Müssten jetzt nicht eigentlich die Arbeiter wiederkommen oder so? Nein? Hallo? Ach doch, da kommen sie. Hab alles. Vielen Dank für die Rettung. Bist ein feiner Kerl, Hexer. Wollte gerade sagen, ich habe alles aufgeklärt. Toll. Gut, das war das erste von 5. Ah, ich werde mal hier runtergehen. Ich überlege sogar, ob ich erstmal das mache. Hier unten waren wir schon mal und haben das nicht gefunden. Na toll. Ich mache erstmal das, denke ich, und dann werde ich mich hier hocharbeiten. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Da nehmen wir natürlich, ich wollte gerade sagen, da nehmen wir jetzt Spore. Da heißt nicht Spore, sondern Plötze. Auf geht's. Müssen wir wieder ein bisschen in die Richtung, von der wir gekommen sind. Das hätten wir also vielleicht direkt mal machen können, als wir hier hingelaufen sind. Aber egal, daran habe ich nicht gedacht, zu gucken, ob man am besten, oder wie man am besten die Fragezeichen in der Gegend abarbeiten kann. Ich wollte eigentlich drüber springen. Hund mitten auf der Kreuzung. Vorsicht, dass du nicht überfahren wirst. Wobei, hier sind relativ... Wobei, ich habe eigentlich noch gar keinen fahrenden Wagen gesehen. Nur immer irgendwelche Wagen, die am Straßenrand liegen oder lagen, weil sie von irgendwelchen Banditen oder ähnliches... zerstört wurden. Neue Markierung, Eingang. Oldies, kipp das aus, feg da drüben. Sollen Sie mich da Aufträge haben? Von Winzern, das haben wir noch gar nicht gehabt, das erste Mal. Wie muss ich denn da reden? Ich sag's dir mit den Fäusten. Ja? Deine Eier werden... Entschuldige, kannst du mir vielleicht helfen? Du siehst wie ein starker Mann aus. Was gibt's denn? Ich habe ein altes Lagerhaus ersteigert.
Jetzt stellt sich raus, dass es stinkt wie eine ophirische Speisekammer und laut ist wie ein Bordell in Novigrad. Verseuchte Weinlaus! Ich habe meine gesamten Ersparnisse investiert und nun traue ich mich nicht hinein. Bitte hilf mir, Hexer. Na gut, ich sehe mir das Lagerhaus an. Also, ja, es soll wohl dann das Lagerhaus sein. Ich gehe mal davon aus, dass sind irgendwelche Geister oder irgendein Dreck drin. Müssen aber erstmal eine Stunde lang uns ein bisschen ausruhen oder meditieren, damit wir wieder volle... Warum sind die jetzt fast alle weg? Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Geisterscheinungen, sowas dachte ich mir schon. Wir nehmen schon mal die Katze zur Hand, weil die werde ich wahrscheinlich gleich brauchen. Wenn wir hier drin kämpfen müssen, ist sowieso besser mit Katze. Boah, ist ja riesengroß, eine riesen Höhle. Ich dachte, es wäre viel kleiner. Krass. Hört sich an, wie groß das ist. Aasgestank. Nekrophagen. Doch keine Geisterscheinungen, sondern, ja, Nekrophagen, Ghule zum Beispiel. Ein Ghul, ne, zwei Ghule und ein Aalghul. Oh, gerade als ich Igni einsetzen will, toll. Wieder halb tot. Ist das hier wieder eine fehlerhafte Anzeige oder was? Wir liegen, also wir werden noch zwei Gegner angezeigt oben rechts auf der Karte, aber es sind keine mehr da. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles war. Also drei Gegner, zwei Ghule, ein Aalghul, das ist relativ wenig. Hier unten ist aber echt total viel Müll drin. Also man sieht ja auch verrottendes Fleisch, das sind Schweine. Was haben wir hier? Puh, hier stinkt's. Aha, das musst du jetzt untersuchen oder was, dass es hier stinkt. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Puh, hier stinkt's. Puh, hier stinkt's. Interessante Erkenntnis, Geralt. Interessante Erkenntnis. Puh, hier stinkt's. Was soll ich da jetzt machen? Soll ich da jetzt hier ein bisschen Duftspray oder was? Kümmere dich um die Probleme. Ach so, das ist, ja. Das ist das andere. Okay, war's das jetzt schon, oder? Das kann's doch nicht gewesen sein. Liegen auch überall so halb verrottete Leichen rum. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich einen falschen Trank genommen. Ich habe die Katze nämlich aus den Raffer genommen. Absurd. Alter, was ist denn hier los? Okay, aber einer ist leicht, weil man macht immer relativ viel Schaden bei denen. Das war's schon. Vier. Es waren vier Gegner, drei Ghule, ein Aalghul. Ich weiß nicht, ob dieser Aalghul eigentlich hätte, ob dieser Ghul eigentlich hätte bei diesen anderen Gegnern sein sollen, damit es halt schwieriger wird. Aber so war es ja total einfach. Was ist denn da unten? Ich kann nicht runtergucken, tut mir leid. Kann man da reinspringen? Ist das ein bodenloses Loch oder ist das Wasser da unten? Oder? Ich glaube, es soll ein Brunnen sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher und ich habe Angst, deswegen springe ich mal nicht rein. Bin ich von hier gekommen? Nee. Ah, okay. Das ist Wasser, man kann da reinspringen, alles klar. Waren wir jetzt überall? Ich glaube, wir waren überall, wo wir jetzt oben rum hin konnten. Kommen wir irgendwie auf die andere Seite da? Ja. Dann gehe ich da erstmal hin und wenn ich hier oben alles abgegrast habe, dann würde ich mal in das Wasser reinspringen. Dann gibt es ja bestimmt... Halt. Gibt es ja bestimmt noch ein paar Verstecke. 5 Florin. Wer packt denn da so eine Truhe hin und packt 5 Florin rein? Das ist total sinnlos. Gibt gar keinen Sinn. Wenn man hier einen Schatz verstecken will, dann bestimmt besser. Und dann, ja, das ist kein Schatz, 5 Florin. So, jetzt sind wir aber bereit, um ins Wasser zu springen. Und um es nass zu machen. Ich werde natürlich auch in dieses Brunnenloch springen, oder was das ist. Hier gibt es erstmal nichts. Eine Truhe.
Und hat sich's gelohnt? Hat sich's gelohnt? Hat sich's gelohnt? Ich, ja, Geralt hat keinen Bock, dahin zu spielen, wo ich will. Jetzt. 5 Floren, das scheint hier so irgendwie so eine magische Zahl zu sein. Ich habe keine Ahnung. Sehen nichts mehr. Ich glaube, Katze hätte ich mir sparen können, weil wir jetzt wahrscheinlich gleich die Höhle verlassen, oder? Tja, ist noch was Kleines. Da ist noch was Großes. Geralt. Hasenfell und Wolfsleber. Okay, Wolfsleber kann man essen. Roh, lecker, schmeckt am besten. Hasenfell kann man, denke ich, zur Not auch essen, aber das wird mir eher verkaufen. Hallo, hallo? Er sollte überhaupt nicht da hoch und sich hochziehen. Er sollte diese silberne Kette mitnehmen. Was macht er denn? Er bleibt nicht unten. Geralt? Was ist denn für ein Stress? So, jetzt aber. Silberne Bernsteinkette. Ich glaube, jetzt haben wir hier unten aber alles. Wo geht's denn hier eigentlich raus? Fällt mir gerade so ein. Hä? Ach, hier. Ich meine, es ist eigentlich unmöglich, dass hier irgendwas programmiert ist. Also sowas offensichtlich Dummes programmiert ist, dass man nicht mehr rauskommen würde. Das wäre sehr merkwürdig, wenn hier wirklich so ein Dead... Also das geht eigentlich nicht. Das hätte man schon festgestellt, das hätte schon irgendjemand berichtet, das wäre schon gefixt worden. Und das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig sinnlos, aber... Ist das Lagerhaus jetzt sicher? Ich hätte kurz Angst. Nun, hast du dich um ein Lagerhaus gekümmert? Nö. Das Lagerhaus steckt voller verrottendem Fleisch. Ich musste erst ein paar Ghule loswerden. Bei St. Majorans Schwielen. Und jetzt? Ist es jetzt sicher? Mhm. Aber du solltest das Fleisch schnell loswerden, bevor die nächsten Ghule kommen. Ja, natürlich. Ich werde zu Tweet einige Männer hinschicken. Vielen Dank. Hast du übrigens irgendwas? Meine Bestände sind gerade etwas mager. Aber komm in 2 Tagen wieder und das Angebot ist vollständig. Du kriegst einen Rabatt, der dich umhaut. Die immer mit ihrem, komm in so und so vielen Tagen wieder. Erstens merke ich mir das nicht und zweitens, das lohnt sich doch nicht nur für einen Händler da wieder zu kommen nach 2 Tagen. Wozu haben die Vorbesitzer das Lagerhaus eigentlich verwendet? Wieso war es voller Aas? Es hat zuvor Gottfried Norg gehört. Ja, dem Norg. Toussaints berühmtestem Schlachter. Jedenfalls, bis er mit seinen Saucisses à la Motard den halben Hof der gnädigen Herzogin vergiftet hat. Er ist wohl in Ungnade gefallen. Ungnade trifft es nicht ganz. Er wurde in den Kerker geworfen. Dann wurde sein Besitz konfisziert und versteigert. Sehr nett. Zeig mir, was du anzubieten hast. Mir ist eigentlich egal, was er hat. Ich will nur, dass er viel Geld hat. Oh, 603, okay. Ah, der kauft anscheinend auch nicht alles, weil hier können wir ja gar nichts verkaufen. Der verkauft Alkohol. Das heißt, er müsste auch Alkohol kaufen. Die Frage ist nur, will ich den... Ja, aber eigentlich, ich habe so viel Alk. Ich habe echt so verdammt viel Alk, den ich nicht brauche. Aber hier, ich glaube, ich verkaufe hier erstmal Sachen, die brauche nämlich auch alle nicht. Talisman, also es sollte schon was wert sein. Ah, hier das zum Beispiel. Silberne Bernsteinkette. Ich, wie gesagt, es wiegt zwar nichts, aber mir geht es ja auch so ein bisschen um die Kohle. Wir haben jetzt schon fast wieder 20.000 zusammen. Das ist schon mal schön. Ich verstehe nicht, warum ehemalige Questgegenstände nicht in, auf der linken Seite als Questgegenstand als unverkäuflich gezeigt werden. Klar, das bedeutet natürlich, dass man sie irgendwann, also dass man sie dann nicht mehr braucht, aber trotzdem komisch. Silberne Teekanne. 9 ist die nur wert. Wie viel ist denn Silber hier wert? Ist ja gar nicht. Goldener Teller, immerhin 68. Fistech. Also ich glaube, das kann man auch komplett verkaufen. Das brauchen wir auch nicht. So. Und nein, ich komme nicht in 2 Tagen nochmal wieder, weil mir das viel zu blöd ist. Winter. Ach so, das ist... Ach fuck. Das ist sogar nochmal ein Quest, dass ich da nochmal hingehe. Wollen die mich verarschen? Krass. Okay, es ist sowieso gleich Nacht. Dann können wir die Zeit nutzen und... die Katze wegmeditieren, die nicht rumnervt.
müssen auch irgendwann wieder in die Stadt zu dem zur Bank gehen und unser hoffentliches Geld abholen. Ich weiß ja nicht, also wir sollten ja 7 Tage später wieder hin. Ich weiß ja nicht, ob der das Geld jetzt mittlerweile hat oder ob er dann sagt, ich brauche noch mal so und so viel Zeit. So, dann gehen wir logischerweise zuerst jetzt hier hin. Waren wir eigentlich hier schon mal? Das sieht doch aus wie eine... Ach nee, Quatsch, das ist der Hof, alles klar, ich wollte gerade sagen. Nee, das ist der Hof, das ist der Hof. Also um den wir uns gerade kümmern quasi. Lauf. Hallo. Gut, ist jetzt auch nicht so weit weg. Dann gucken wir mal, weil es sind ja noch mehr Fragezeichen, die nicht alle zu der Quest gehören. Und die will ich dann natürlich auch direkt mitnehmen, wenn ich einmal dabei bin. Aber ich sehe gerade... Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wir kümmern uns dann um die Weinfehde beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir es dann werden. Oh nein, ich sehe da schon wieder diese nervigen Pflanzen. Da habe ich gleich gar keinen Bock mehr. Egal, ihr seht beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Tschüss, tschüss.